Hallo Leute, willkommen im finsteren Mittelalter. Willkommen zurück in unserem Run. Als allererstes, ich muss euch was gestehen. Die letzte Aufnahme, die ich eben gemacht habe, ist Schrott. Sie ist Schrott. Der Ton war total abgehakt. Ich weiß nicht warum. Ich prüfe sowas eigentlich in der Regel immer erst nach der Folge, ob alles passt. Aber da hat irgendwas nicht gestimmt. Ich musste den PC neu starten, dass das wieder alles läuft. Und ja, es ist, naja, es ist ein bisschen was passiert, aber nicht so spektakuläres. Was ich euch sagen kann, mit Norwegen, Schweden und Dänemark sind wir im Frieden. Ich habe den einfach nochmal versucht, einen Waffenstillstand anzubieten. Das hat dann funktioniert. Dadurch sind alle Kriege hinfällig geworden. Dann ist unser König gestorben. Wir haben einen neuen König, der sehr, sehr schlecht im Handelsskill ist, wie ihr seht. Er ist wirklich nicht der Wahnsinn. Gut, aber ich hatte keine Alternative. Ich musste jemanden nehmen. Und, also, das war das Dümmste überhaupt. Unser Bischof ist, oder unsere Schamane ist gestorben, so. Während ich hier versucht habe, die Provinz zu übernehmen. Ich habe eine Menge Rohstoffe ausgegeben. Dann war der Typ fast fertig. Und auf einmal kriege ich eine Nachricht. Einer eurer Ritter ist tot. Ich so, was? Wer ist tot? Die Ritter hier oben stehen? Dann gucke ich. Da ist der Schamane gestorben. Einfach so, aus nichts. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum. Kurz bevor er fertig war mit der Bekehrung von Hamburg. Das war schon fast das Spannendste in der Folge. Seitdem wir Frieden haben, ist nichts eigentlich passiert. Ein, zwei Rebellen haben hier ein bisschen Trouble verursacht. Mehr war aber nicht. Deswegen hoffe ich, ist das für euch okay, dass ich hier an dieser Stelle weiterspiele. Und ja, quasi nicht nochmal einen Spielstand suche, wo das vorher alles war. Denn ich bin sehr, sehr happy, dass Norwegen den Frieden unterschrieben hat oder den Waffenstillstand. Wer weiß, ob sich das jetzt wieder so verhalten würde. Und seitdem ist es recht ruhig. Ich habe hier einen Platz. Dort möchte ich mit euch als nächstes genau das hier bauen. Die Waffenkammer. Wahrscheinlich. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher. Und wir müssen nochmal versuchen, quasi Hamburg zu bekehren. Dann muss ich mich an einer Stelle nochmal korrigieren, was mir eben erst in der Folge, die ich hier gedreht habe, aufgefallen ist. Die normalen Ritter, ja, die nennt man ja Ritter hier oben, die haben wohl auch ein Alter, denn da steht in Klammern jung, hier steht erwachsen, also werden die wohl auch altern und sterben. Das wusste ich nicht, da habe ich ja ein bisschen falsche Informationen euch weitergegeben. Anscheinend werden die wohl auch irgendwann sterben an Altersschwäche oder einfach so, wie mein Schamane zuvor. Dann, ach ja, dann. Ich habe die Hälfte der Folge auf der politische Übersicht auf der Weltkarte verbracht und ich glaube, alle Reiche angequatscht wegen einem Handelsabkommen, damit hier die Meinung der Kaufleute endlich mal ein bisschen hochgeht. Sehr viele haben gar kein Interesse, mit mir zu handeln. Einige interessiert es schon. Daher sind wir nur noch bei minus 1 mit den Kaufleuten. Da habe ich sehr viel Zeit eben mit verbracht, alle anzuquatschen. Und das sieht schon gar nicht mal so bad aus. Die Adligen sind schon ein bisschen zufriedener, dadurch, dass hier nochmal zwei Rebellen aufgekreuzt sind während der Folge eben und wir die besiegt haben. Das steigert da immer ein bisschen die Meinung der Adligen, ist aber immer noch auf minus 5. Aber wir erholen uns. Wir erholen uns Stück für Stück, was mir sehr gefällt. Also, wir brauchen diese Erholung. Wow, was ist denn hier los? Böhmen. Böhmen reist mit. Guck mal, alle Marschalls sind hier Level 15. Na, hier ist ein Level 2 dazwischen gewesen. Alter Schwede, das ist schon heftig. Das ist schon heftig. Ja, gut. Wir brauchen wieder 1000 Religionen. Bücher haben wir gerade, dann können mein wir aber. Mein Name ist ganze Goldsäcke wert. Ein fremder Verteidigungspakt hat einen Unterstützer eingebüßt. Noch ein. Holland. Holland hat einen Verteidigungspakt. Ach, hier sieht's man's. Wartet. Hier müsste jetzt aber auch eigentlich Holland stehen, der Verteidigungspakt gegen uns mit Sachsen, Deutschland und jetzt kam ja Holland dazu anscheinend. Ja, ist okay.
Oh, ihr habt hier Rebellen. Kann ich euch helfen gegen die Rebellen? Wir sind ja schon wohlwollend. Anbieten, im Krieg unterstützen gegen... Oh, die sind gegen Schweden im Krieg. Wir müssen auf Pommern aufpassen. Sind unsere einzigen Freunde, die wir eigentlich haben. Ja. Was hier auch passiert ist durch den Tod des Königs. Wir haben keine 60 Handelssäcke mehr. Da unser neuer König, unser Prinz, junger König, weniger Handelssäcke mit ins Spiel bringt. Daher, ich weiß nicht, wie sich das jetzt verhält. Trotzdem handeln wir ja irgendwie weiter. Obwohl wir zu wenig Handelssäcke haben. Aber ist okay. Und sonst, ja. Also, ja gut, jetzt habe ich euch doch ein bisschen was passiert, was alles erzählt. Alles, was passiert ist. Aber sonst ist nichts mehr passiert. Das ist Deutschland, oder? Deutschland reist hier durch, ja. Naja, unsere Provinzen. -9. Also, es sah schon mal schlimmer aus. Von daher, es geht bergauf, Stück für Stück. Und mein Plan war es, jetzt als nächstes, wie gesagt, die Schwere oder die Waffenkammer zu bauen, damit wir schwere Einheiten bauen können. Eine Handelsgelegenheit. Oh, wartet mal. 74%ige Chance. Wir können 1042 Gold investieren, würden, wenn der es hinbekommt, 2656 Gold zurückbekommen und eine Menge Bunnies. Auf Basischance, kaufmännische Stufe, Kaufmann ist König, unsere Beziehung. Achso, nee. Stimmt, das sind alles... Ach ja, jetzt raff ich es erstmal. Das ergibt sich zu diesen 74%igen Chance, dass der Handel klappt. Wieder was gelernt. Wir versuchen's. Ich würde sagen, wir versuchen's. Das wird sich als profitabel erweisen. Ich hoffe, du kriegst das hin, Kollege. Ich brauche eine größere Schatzkammer. Wir können ihn nochmal skillen. Vielleicht auf schnelle Welle. Basiseinnahmen durch Kaufmann ist gut. Mehr Gold in der Stadt. Mehr Leute in der Stadt. Dörfer haben wir hier leider nicht. Aber wir haben hier oben Dörfer. Wenn ich den König hier oben reinpusche. Ich glaube, das wäre ziemlich gut. Hier haben wir 1, 2, 3 Dörfer. Wir werden den König umpositionieren. Wir machen dann Verwaltung. Jedes gelesene Buch führt zu mehr Profit. Und hier wird jetzt unser König sitzen. Man wird sich Geschichten über die Reichtümer dieses Landes erzählen. Und dann wird hier Kaufmann... Das Gold wird euch in Mengen zufließen. Rio sitzen und hier haben wir doch den... Ja, hier habe ich den Schaman nochmal neu eingesetzt. Okay, der König tauscht jetzt die Position, weil hier 3 Dörfer sind. Mit der Verwaltung... Mit der Verwaltung, die wir jetzt hier haben... Hat er 3 Dörfer um sich herum. Das bringt, hoffe ich, gut Gold mit. Ist Pommern am Kämpfen? Oh, Pommern wird geplündert gerade von Rebellen. Die haben es gerade, glaube ich, ganz schön schwer. Wie ist es mit Deutschland? 3 Feinde. Immer dieselben. Aber die haben fucking viele Verbündete, die Deutschen. Ich bin natürlich immer noch scharf dran, hier Brandenburg einzunehmen. Das wäre ein Traum, Leute. Das wäre ein Traum. So, da der Krieg vorbei ist, brauchen wir erstmal den 3. Marschall nicht. Und jetzt sollen wir es machen. Das kleine... Ich habe mir auch überlegt, die Herrenburg vielleicht zu bauen. Mehr Kapazität hier oben bei der Einberufung würde das bringen. Uns wurde der Krieg erklärt, Herr. Oh, scheiße. Dänemark schon wieder. Alter, ich werde die jetzt platt machen. Ganz ehrlich, andauernd Dänemark. Ich wollte mich echt erstmal ein bisschen erholen, um ehrlich zu sein. Aber die lassen nicht locker. Die lassen einfach nicht locker. Sollen wir einer der Prinzen diesmal nehmen? Der ist noch jung.
Komm, wir versuchen es. Wir versuchen es. Ab nach Wismar mit dir. Wir schlagen innerhalb der Mauern unser Lager auf. Also die gehen mir ganz schön auf die Nerven. Jetzt reicht's mir so langsam mit denen. Jetzt reicht's mir aber so langsam mit denen. Was ist euer Wunsch? Haben wir das ersten geskillten Marschall sozusagen. Wir werden in Gold schwimmen. Der Kaufmann war erfolgreich. Also unser König mit dem Handel. Immer noch ausbauen. Wir machen jetzt die Waffenkammer. Für schwerere Einheiten. Das wird ein kleines Problem, denn die Bogenschützen, die verbrauchen Einnahrung nur pro Trupp. Und die Einberufung kostet immer nur 100 von den Einberufungen. Die schweren Bogenschützen oder die schwere Infanterie, ich glaube, die schwere Bogenschützen kosten 400 Einberufung pro Trupp, verbrauchen 3 Nahrung pro Trupp. Und die schwere Infanterie kostet, glaube ich, sogar 500 Einberufung, verbraucht auch 3 Nahrung. Also, das wird jetzt ein bisschen mein Schwert gehört euch, Majestät, teurer, die Verpflegung, wenn wir aufrüsten. Mein Herr, wir sind unterwegs. Dann ziehen wir in den Krieg. Ich meine, Dänemark, andauernd wollen die irgendwas gegen mich. Die mögen mich halt nicht, obwohl wir eigentlich Heiden sein müssten. Beide. Aber die haben irgendwie alles nur christliche Städte. Eure Befehle. Bereitet die Belagerungsausrüstung vor. Ja, versperrt die Burg. Weiter mit ihm hin. Angriff. Weitere Truppen sind gekommen, um uns zu helfen. Nee, Dänemark müsste von rechts kommen, wenn er kommt. Oh, der hat aber ganz schön viele Stadtwachen. Aber das sind alles Bauern. Das sind alles Bauern. Majestät, unsere Feinde haben einen neuen Verbündeten. Jetzt mischt sich wieder Norwegen ein. Ich hatte doch gerade erst Frieden. Gerade erst Frieden gehabt, ne? Und direkt wieder Trouble. Ach, das hat ja nicht lange angehalten. Eine Folge. Dann habt ihr die friedlichste Folge verpasst, Leute. Verdammt. Was gammelt denn hier rum? Armbrustschützen. Armbrustschützen waren in der ersten Teil ziemlich stark. Ich glaube, die stärksten Einheiten. Ich glaube, das hat auch mir der Matthias gesagt. Ja, wenn Dänemark das so will, dann wollen die das so, oder? Okay. Soll mir recht sein. Bisschen Burgverteidigung haben wir da, ein bisschen Einberufung haben wir, falls wir irgendwo schnelle Welle Einheiten pushen müssen. Okay, was kommt hier? Dänemark? Ne, die hauen wieder ab. Ja, also, Jungs, ihr habt schon so viele Marschalls, guckt euch das hier mal an. Die ganzen Marschalls von euch hängen hier bei mir im Knast herum. So, langsam müsst ihr mal gerafft haben, dass ihr doch etwas unterlegen seid, Freunde. Wie wär's mit dem Frieden? Mal gucken, ob Norwegen diesmal so entspannt sich zurückhält. Ich hoffe es. Ich hoffe es wirklich. So, die Stadt tickert hier Stück für Stück mit den Einheiten runter. Sind schon ordentlich welche gestorben. Fast 600. Ausländischer Kaufmann ist eingetroffen, egal. Können wir gerade nichts machen mit. Oh Gott. Norwegen, bitte. Bitte, behaltet die Ruhe. Das ist ein Ding zwischen Dänemark und mir. Und nichts, hat nichts mit euch zu tun. Wir beschleunigen das Ganze mal.
Haben wir noch ein bisschen Angst? Wir können unseren König gleich skillen. Dann ist er voll. Ich hoffe, wir haben irgendwas Gutes. Oh je, Gesetze, Provinzstabilität, naja. Naja, Höflichkeit, mehr Handelssäcke in der Stadt. Ach, das ist... Unsere Kaufleute sind zufrieden mit uns, Majestät. Oh, schön. Ja, ist alles wieder so nichts Ganzes. Das hier würde Provinzenstabilität bringen, hier oben. Wäre, naja, aktuell ganz gut. Und mehr Wachen in der Stadt, wenn ich das richtig sehe. Wir werden eine größere Schatzkammer brauchen. Erkunden wir diese Gewässer, Männer. Oh. Endlich mal wieder Wolf. In einem Bett schlafen. Soldaten, okay. Zur See! Vielleicht können wir den überfallen. Ich liebe das Meer. Den kleinen Trupp da. Wie ihr wünscht. Ich werde diese Maden zermalmen. Wir marschieren los. Wir sind unterwegs. Kämpft um den Sieg! Nein. Feind will unsere Belagerung brechen. Ich werde diese Maden zermalmen. Was macht der da? Oh Gott. Kämpft um den Sieg! Scheiße, jetzt sind das echt viele. Jetzt sind das... Oh Gott, da ein kommt noch mehr. Ein Söldnerlager wurde in unserem Land entdeckt. Majestät, unsere Gegner haben Verstärkung erhalten. Okay, jetzt sind die... Sollen wir das selber spielen? Ich habe ein bisschen Angst. Leicht einseitig. Der Feind ist unseren Armeen überlegen. Wir versuchen es da. Die KI sagt, er ist im Vorteil. Werde ich wahrscheinlich sonst... verlieren, wenn ich das durch die KI regeln lasse. Bin ich mir nicht sicher. Aber ich glaube, wir sind besser aufgehoben, wenn wir den Kampf selber führen. Und ich hoffe, ich muss nicht die Burg angreifen. Also in meiner Burgverteidigung war ich in der Initiative, hat er mir gesagt. Dann müsste er das ja jetzt auch sein. Wir werden uns irgendwie zubunkern. Und hoffentlich das alles irgendwie überstehen. Ja, kann gerne die Karte jetzt laden, wenn er möchte. So, okay. Verflucht. Sie werden uns von hinten angreifen. Egal. Okay, wie stehen wir hier? Stopp. Kann man hier stoppen? Ja. Bogenschützen bereit! So, ihr geht hier hin. Wo ist das Ziel? Ihr geht... Na? Ihr geht ein bisschen noch weiter. So, hier hin. Bogenschützen bereit! Geht hier hin. Wir sind unterwegs. Bereit für den Kampf. Hierhin. Erreicht diesen strategischen Bereich. Mein Schutz muss gewährleistet sein. So. Ausrücken. Von dort können wir die Schlacht überblicken. Los geht's. Scheint sicher zu sein. Nicht zu nah an den Feind heran. Los geht's. Scheint sicher zu sein. Nicht zu nah an den Feind heran. Kommen die? Ja. Eieieiei. 1, 2, 3, 4. Ritter, Bogenschützen. Oh, okay. Das ist eine Menge. Plus die Stadtwache mit Bauern. Wir sind unterwegs. Achtung, Hinterhalt! Wir müssen uns hier hinstellen. Von dort können wir die Schlacht überblicken.
Da hinten sind nur Bauern. Dann stelle ich hier noch eine Reihe auf. Die kriegen die Bauern mit Sicherheit platt hier. Ausrücken! Nein. Ich habe hier das Sagen. Wir sind unterwegs. Bogenschützen bereit! Okay, okay. Die Moral ist nicht so wahnsinnig. Weil der Feind... Was macht ihr denn da? Eine günstigere Position. Sag mal, wieso sind die hier... Wo ist das Ziel? Wo kommen die her? Hier runter mit euch. Erreicht diesen strategischen Bereich. Das wird ein heftiger Kampf. Das wird ein heftiger Kampf. Ich habe hier das Sagen. Mein Leben ist kostbar. Könnte die Bauern eigentlich schon fast schmettern gehen? Achtung, Hinterhalt! Das sind nur Bauern. Los geht's. Scheint sicher zu sein. Vernichtet den Feind! Die anderen sind noch ziemlich weit weg. Wahrscheinlich wollen die zu denen stoßen. Vorsicht! Sie greifen über die Flanke an! Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Unser Anführer wird angegriffen. Folgt dem Bannerträger! Wir versuchen die... Von dort können wir die Schlacht überblicken. Zu meinem Bogenschützen zu bringen. Halt! Okay, perfekt. Das wäre gut, wenn das hier entschieden ist, bevor die anderen da sind. Die Feiglinge fliehen! Sie greifen über die Flanke an! Bekämpft diese Narren! Ha! Die Schwächlinge sind geflohen! Schnell, mir nach! Beine kommt. Kommt hier ran, kommt hier ran. Keine Bewegung! Nicht zu nah an den Feind heran. Okay, wir gehen jetzt schon mal nach links rüber. Ich glaube, die sind getriggert jetzt. Sie laufen weg! Vernichtet den Feind! Vorsicht! Nein, 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 wieso? Bleib bitte da stehen. Mein Schutz muss gewährleistet sein. Mein Leben ist kostbar. Mein Schutz muss gewährleistet sein. Mir nach, Männer. Okay, es geht los. Wir müssen unseren Anführer vor dem Feind schützen. Hier hin. Marschieren! Bereit für den Kampf. Wir werden angegriffen. Wir stehen unter schwerem Beschuss. Unsere Schilde halten den Pfeil nicht stand. Schön unten bleiben. Nicht zu nah an den Feind heran. Sie direkt zum Marschall rüber. Bekämpft diese Narren. Wappnet euch. Komm schon, Jungs. Wir müssen alle hier helfen. Ausrücken. Legt an. Feuer. Schön unten bleiben. Ah, der Marschall ist jetzt übel. Feindliche Kavallerie ist im Anmarsch. Unsere Schilde halten den Pfeil nicht stand. Seelen, Feuer! Mein Leben ist kostbar. Man greift uns von der Seite an. Trotz ihrer Kavallerie. Umzingelt den Feind. Unsere Männer laufen davon. Okay, feindliche erster Trupp ist weg. Ist, im Anmarsch. Ist egal. Die Feiglinge fliehen. Stellt irgendwie Abstand her. Waffnet euch! Vernichtet den Feind! Zielt genau, Männer! Oh, die stehen hier so getümmelt. Ich traue mich jetzt aber, die nicht mehr zu bewegen, sonst ballern die vielleicht nicht. So, wir müssen uns jetzt hier durchsetzen. Wir werden angegriffen! Tötet den Marschall. Unser Trupp flieht. Oh Gott. Es sind schon recht viele am Abhauen. Feuer! Komm, tötet den Marschall. Los. Die Feiglinge fliehen. Mein Schutz muss gewährleistet sein.
Schnell, mir nach! Folgt dem Bannerträger! Was ist weg da? Unsere Truppen haben das Schlachtfeld verlassen. Ha, die Schwächlinge sind geflohen! Meine Marschalls reagieren leider nicht. Oh je, wir verlieren sau viele Leute. Entweder der Marschall stirbt jetzt oder wir verlieren. Bogenschützen bereit! Sie greifen über die Flanke an! Unsere Schilde halten den Pfeil nicht statt! Der feindliche Anführer ist tot. Seine Truppen haben sich ergeben. Oh, das sind herbe Verluste. Wir haben fast die gesamte Armee verloren. Wir haben eine neue Provinz. Wir konnten die Meinung unserer Armee stärken. Unsere Schamanen sind aktuell mit unserem Vorgehen zufrieden. Die Stabilität Scheiße. Er will ist hier in Teilen rein. Unserer Lande bedroht, Majestät. Pushen die Bauern rein. Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten. Zurück in die Burg. Wir müssen... Der Feind brennt eine unserer Siedlungen nieder. Der Wind steht günstig heute. Welche Armeen hat er? Leichte Infanterie, Bogenschützen. Ah, der ist auch... Es gibt nichts Schöneres. Okay, wir lassen ihn plündern. Am Morgen. Wir müssen unsere Marschalls wieder auffüllen. So geht das nicht. Wir lassen ihn so lange plündern. Die Burg wird er wohl nicht angreifen. Na komm. Sofort. Okay, einen haben wir. Stadt übernehmen machen wir jetzt erstmal noch nicht. Wir müssen erstmal wieder unseren Trupp hier auffrischen. Die Einberufung brauchen wir jetzt ganz, ganz dringend. Was ist euer Wunsch? Angebot von Holland. Feindliche Truppen fallen in unseren Landen ein, Herr. Handelsabkommen für 1600 Gold, das könnt ihr völlig vergessen. Oh. Der Wind steht günstig heute. Oh, er greift die Festung an. Der Feind belagert eine unserer Städte. Das ist okay. Wir gehen jetzt nämlich unterstützen. Helfen wir unseren Brüdern. Das lassen wir jetzt automatisch ablaufen. Ich muss mich hier mal kurz um unsere Einheiten kümmern. Na komm. So. Mehr geht nicht. Keine Einberufung mehr. Heilen geht auch nicht. Gleich ein. Nee, nicht mal ein. Die Stabilität. Ein neues Gebäude wurde fertiggestellt, Majestät. Wir reisen hier rüber. Oh, er ist fast fertig. Dann gehen wir noch mit noch einem Marschall rüber. Wie lange muss er? Mein Schwert gehört euch, Majestät. Auf die Festung da oben, auf die Stadt aufpassen. Eine unserer Siedlungen wurde geplündert. Es gibt nichts Schöneres als eine kühle Brise am Morgen. Versucht, den aus dem Weg zu gehen. Feindliche Truppen haben sich dem Gegner angeschlossen. Los, rein da, schnell. Bevor wir hier... Eine andere Armee ist zu uns gestoßen. Zu viele Leute verlieren. Okay, das tickert jetzt ordentlich bei ihm runter. Bei mir aber auch. Wir haben schon 1700 verloren. Aber ich denke, das meiste werden Bauern sein, die wir hier eingebüßt haben. Diese Hasenfüße laufen davon. Stopp. Ihr entkommt mir jetzt so einfach nicht. Sollen wir los? Du? Meine Truppen warten. Und du? So einfach entkommt ihr mir. Ich bin bereit. Oh nein! Meine Truppen warten. Greif ihn an. Oh, was für ein Drecksack. Entkommt er mir, Tatsache? Ja. Entkommt er mir der Tatsache? Eine gute Strategie. Auffüllen. Ja, Bauern haben wir verloren. Mein Schwert gehört euch, und hier Majestät. Ein Trupp, das ist okay.
Den packen wir hier rein. Du nach unten. Und Nahrung wieder auffüllen. Das darf man nicht vergessen. Da denke ich super selten dran. Ja. Der Wind steht günstig heute. Okay, ich denke, die Provinz ist safe. Er hat hier noch einen Trupp. Aber voll mit Bauern. Voll mit Bauern. Was haben wir hier? Achso, wir können hier nichts machen. Stimmt. Für Ordnung sorgen. Ach. Wir sind einfach so schlecht für Ordnung sorgen. Sollen wir los? Ich weiß nicht, ob unser Prinz hier ein bisschen höhere Wahrscheinlichkeit hat. Oh, hier. Erfolgschance. Für Ordnung sorgen. Ja, hat er. Mit der eisernen Faust. Dann müssen wir aber ein bisschen umtauschen. Lass die mal kurz was miteinander die Einheiten Wunsch? Umtauschen. Sollen wir los? Ja, bleib stehen. So, du gibst mir die heilen Leute, du kriegst die kaputten Leute. So. Ich bin bereit. Rein in die Burg. Ja, mein Herr. Und du wirst dich da unten erholen, sobald es geht. Oh, ja. Okay, Sekunde. Nochmal kurz alles überprüfen. Hier haben wir keine Verteidigung mehr. Hier oben haben wir den Marschall mit den Bauern. Die Bauern lösen wir irgendwann auf, aber noch lasse ich sie mal. Für Ordnung sorgen. 200 Einberufungen. Komm, investieren wir jetzt. Wir haben immerhin jetzt 54%. 50-50. Betrachtet es als erledigt, Majestät. Ich hoffe, Dänemark ist jetzt erstmal wieder platt für den Moment mit seinen Truppen. Norwegen hat Probleme gegen Rebellen, das gefällt mir. Kann ich die Festung hier alleine lassen? Da war ein 3000er Trupp. Ich glaube es fast nicht. Und die kann ich nicht heilen. Nicht mal ich kann das tun. Weil wenn das hier gleich fehlschlägt, werden wieder Rebellen aufkreuzen. Ich bräuchte da, glaube ich, Unterstützung. Oh, Nahrung auffüllen. Betrachtet es als erledigt, Majestät. Oh, oder wir kaufen welche ein. Wir haben jetzt gerade ein bisschen Gold. Ja gut, wir könnten nur die kaufen. Gibt es hier zufällig erfahrene Soldaten? Holen wir mal mit. Die schweren Infanterie. Wir können die ja bald selber bauen. Wenn wir... Der Kreuzzug ist vorbei. Die Armeen haben ihr Ziel erobert. Waffenmeister brauchen wir. Schmiede für schwere Rüstung. Ich glaube erstmal Schmiede für schwere Rüstung machen wir. Ausbau. Sollen wir los? So, und wir warten hier schon mal auf die Rebellen. Also, wir kennen es ja. Also, das wird sehr wahrscheinlich nicht beim ersten Mal funktionieren. Oh, wir haben 1000 Religion, habe ich völlig ignoriert gerade. Guten Tag, Majestät. Wie wäre es mit Hamburg bekehren? 200 Bücher. Gleich. Die Bevölkerung rebelliert. Oh, das war so klar. Konnte nicht für Ordnung sorgen, das war wieder so klar. Wir haben unseren Adel verärgert. Die Meinung unserer Kaufleute hat gelitten. Na komm. Ihr Angriff. Meine Truppen warten. So, damit wir hier schön im Vorteil bleiben.
Weitere Truppen sind gekommen, um uns zu helfen. Das lassen wir jetzt mal kämpfen. Ich möchte mich mal kurz hier um andere Sachen kümmern, während die da kämpfen. So, jetzt bitte. Möge euch die Sonne den Weg weisen. Ey, wir haben 200 Bücher. 90 Unterhalt. Egal, investieren wir trotzdem jetzt. Das Schicksal hat es so für mich vorgesehen. Es muss jetzt mal hier passieren. Wir müssen hier den Christentum vertreiben. So, die Rebellen, wie sieht's aus? Der Feind wird fallen, das schwöre ich. Wir sind stark eindeutig überlegen. Das ist gut. Wenn wir gleich die nächsten 200 Einberufungen brauchen, um die Stadt zu catchen. Und ab dem Moment könnten wir... Oh, wir haben hier sogar spezielle Einheiten. Waffenknechte. Aber schaut euch das mal an, Alter. 600 Einberufungen, eine Einheit. Diplomatische Botschaft erreicht. Oh, nicht Angriffspakt mit Pommern. Ja, na klar, machen wir immer. Wir werden uns aber auf schwere Bogenschützen konzentrieren. 400 Einberufungen. Drei Nahrung. Oh, eine Rebellenarmee hat sich gebildet. Mein Herr, unser Adel ist zufrieden mit uns. Wo hat sich eine Majestät, Rebellenarmee gebildet? Eine Rebellenarmee wurde besiegt. Wir haben ihren ehrlosen Hund von Anführer erwischt. Okay, die Stadt ist übergelaufen direkt nach der ersten Rebellenarmee. Das ist super. Oh, okay, das bringt uns jetzt wieder ein bisschen Ruhe. Hamburg wird bekehrt, ist in Ordnung. Wir haben nur plus 19 Gold, den Tick. Da müssen wir jetzt durch, hilft nichts. Ah, das war gerade auch ein bisschen stressig, wenn ihr mich fragt. Gerade der eine Fight, da haben wir ganz schön eingesteckt. Riesenglück gehabt, dass wir das noch gewonnen haben. Wäre der Marschall nicht gefallen, die hatten noch, ich glaube, 4 oder 5 volle Bogenschützen hinten stehen und ich noch 3 verkrümmelte Einheiten, dann hätten wir das verloren. So, ihr Lieben. Ich würde sagen, für die Folge war das jetzt genug Aufregung hier. Unser Krieg geht weiter. Wir können noch bevor... Die Welt steht euch zur Verfügung. Bevor wir das hier jetzt beenden, können wir einmal versuchen nochmal mit den Dänen Waffenruhe. Ne, wollen sie nicht. Gut, dann nicht. Wollen keine Waffenruhe. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen kurzen Cut, ihr Lieben. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid wieder in der nächsten Folge dabei, wenn es heißt Mecklenburg gegen den Norden. Bis dahin, alles Gute euch. Tschüss.